Ja, hallo Leute. Heute stelle ich euch das Säure-Base-Konzept nach Arrhenius vor. Und bevor wir aber zu Arrhenius selbst kommen, so ein ganz kurzer Überblick darüber, wie sich eigentlich das Verständnis von Säuren bis dahin entwickelt hat. Da wäre zunächst Lavoisier zu nennen, der Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts davon ausging, dass das Element Sauerstoff eigentlich der Grundbestandteil von sauren Stoffen ist. Also dass Sauerstoff dafür sorgt, dass Stoffe sauer schmecken. Deswegen heißt das Element übrigens auch so, weil man gesagt hat, Oxygenium, Säurebildner. Etwas später hat Liebig unter anderem dann aber erkannt, dass das nicht sein kann und ging dann von Wasserstoffatomen als Merkmal aus. Dann sind wir nun bei Arrhenius angelangt. Ganz kurz was zu seiner Person. Also Arrhenius war ein schwedischer Physiker und Chemiker. Er lebte von 1859 bis 1927. Da sehen wir, dass auch diese Version, die wir uns jetzt anschauen, die Definition schon 150 Jahre etwa alt ist. Und Arrhenius hat sogar einen Nobelpreis für Chemie im Jahre 1903 erhalten. Und ein bisschen out of topic. Er hat eine Theorie zum Treibhausgaseffekt aufgestellt, wo er also schon vor 1900 erkannt hat, dass eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre zur Erderwärmung führt. Man muss allerdings dazu sagen, dass er die negativen Konsequenzen zu der Zeit noch nicht abschätzen konnte. So, was sagt nun Arrhenius zur Säure-Base-Definition? Für Arrhenius sind nicht die Wasserstoffatome, sondern die Wasserstoffionen, also die H+-Ionen, ausschlaggebend für die Säureeigenschaften. Nach ihm sind Säuren also Stoffe, die beim Lösen in Wasser dissoziieren, also das heißt zerfallen in Wasserstoffionen, also H+-Ionen, und den negativ geladenen Säurerestionen, die übrig bleiben. Schauen wir uns das in einer kleinen Animation an. Stellen wir uns vor, wir hätten hier einmal ein Wasserstoffatom und hier ein Chloratom, also insgesamt HCl, Chlorwasserstoff. Und was passiert? In wässriger Lösung dissoziiert, zerfällt HCl in das Wasserstoffion und das negativ geladene Chloridion, also den Säurerest. So, dieses H+-Ion sollten wir uns jetzt noch mal etwas genauer anschauen, was das eigentlich genau bedeutet. Schauen wir uns zunächst ein Wasserstoffatom im Schalenmodell an. Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1, das heißt, wir haben ein Proton im Kern und ein Elektron in der äußeren Schale. Wird jetzt ein Elektron entfernt, dann bildet sich das Wasserstoffion, das H+-Ion. Und da Wasserstoff ja nur ein Elektron hat, bleibt im Prinzip einfach nur der positiv geladene Kern, also das Proton, übrig. Also ein Wasserstoffion ist gleichzusetzen mit einem Proton. Diese Definition lässt sich nun leicht auf Reaktionsgleichungen übertragen. Wir bleiben beim Beispiel HCl und sehen, dass HCl in wässriger Lösung eben das Wasserstoffion oder Proton bildet, was das Entscheidende ist für die Säureeigenschaft, und auf der anderen Seite das Säurerestion, also hier das Chloridion, übrig bleibt, was wir hier auch nochmal in dieser Abbildung sehen. Das passiert natürlich nicht nur mit einem Molekül, sondern mit ganz vielen Teilchen. Wenn man sich die Bildung von H+-Ionen und die Dissoziation bei Säuren klar gemacht hat, dann wird die Definition
von Basen nach Arrhenius gar kein Problem für euch darstellen. Denn Basen sind als Stoffe zu verstehen, die in wässriger Lösung in negativ geladene Hydroxidionen, also OH-Ionen, und positiv geladene Baserestionen zerfallen. Und die Hydroxidionen sind die entscheidenden Teilchen für die basischen Eigenschaften. Auch hierzu ein Beispiel. NaOH, also Natronlauge. Natriumhydroxid zerfällt hier in wässriger Lösung in Hydroxidionen und dem positiv geladenen Baserest, also das Natriumkation.